Hallo, ich habe hier nochmal mein SG1603. Das ist ja das Auto, mit dem wir diese Speed Challenge gemacht hatten. Haben leider da nicht so viele mitgemacht, aber ich wollte da nochmal ein Abschlussvideo von machen, weil ich diese ganze Geschichte so schon ganz interessant fand. Ich habe 81 km/h erreicht. Das will ich euch auch nochmal zeigen, wie. Und wir schauen uns das Auto halt reviewmäßig nochmal kurz an. Dazu möchte ich auch nochmal was sagen. Und vielleicht einen kleinen Ausblick, was ich mit dieser Speed-Geschichte noch weitermache. Ja, 81 km/h. Das RC Becher Germany Team oder Kanal, die hatten 85 erreicht. Sie hatten aber nicht erzählt, was sie da jetzt drin hatten. Es gab ja noch dieses Budget-Limit von 75 €. Was ich jetzt zum Beispiel auf jeden Fall erreicht habe, aber naja, 81 und 85 ist jetzt relativ nah bei Sam und vielleicht auch ein bisschen Messtoleranz. Jedenfalls ist es sehr, sehr schwierig gewesen, hiermit so eine Geschwindigkeit zu erreichen. Ich glaube, die Reifen sind so ein bisschen limitierender Faktor. Da müsste man vielleicht nochmal updaten, weil die sind sehr, sehr weich und haben keine Einlage. Ich glaube, die blähen sich ganz gut auf. Man sieht das auch, dass es hier innen so leichte Abschabungen an der Karosserie gibt. Und dadurch ist das Auto relativ instabil und es ist mehr so ein bisschen Zufall. Ich zeige euch trotzdem mal einmal kurz die Komponenten, die ich da drin habe. Das ist ein Minimotor. Das ist ein Vierpolmotor mit 4600 kV. Ja, und den habe ich auf 3S betrieben. Ja, ich hatte so einen Standard 3S-Flugzeugakku da drin, den hatte ich schon ewig. Aber die sind halt auch nicht teuer, ne? Wenn man so einen kauft, ich glaube so einen 1800er oder so, den kriegt man schon für 10, 11 € mittlerweile. Und der passte hier halt auch von der Größe noch rein. Regler habe ich auch, diesen Standardregler. Das ist ja so ein, im Prinzip so ein Hobbywing V2.1 Regler. Ich habe sogar den als Original Hobbywing auch noch rumliegen. Den hatte ich mal gewonnen und dieser Regler, der ist halt auch super günstig. Der hat 120 Ampere, geht bis 3S und ja, regelt sehr, sehr schön, ne? Also hatte kein Problem jetzt hier mit diesem kleinen Motor und ist halt super günstig. Also den könnte man auch hier im Rennen fahren mit 120 Ampere. Der hat jetzt keinen Blinkmodus, also für Stock, wo Blinkmodus vorgeschrieben ist, wird es nicht gehen, aber bei einem Modified Motor kann der das locker verkraften. Ich brauchte hier so ein kleines Spezialservo, das heißt E-Max ES3054. So sieht das aus, ist halt auch kleiner als dieses Standard-Size-Servo, weil es ja hier reinpassen musste. Ja, und dann halt auf 3S. Mehr habe ich im Prinzip nicht gemacht. Ich hatte ja ein Video, wo ich noch mal mit so einer alten Tourenwagen-Karosserie bisher experimentiert hatte, aber die hat auch nur Unterluft gekriegt, das ging halt nicht. Einer hatte noch kommentiert, ich könnte noch mal probieren ohne Heckflügel. Der ist halt relativ groß und vielleicht geht er dadurch vorne hoch. Aber gut, im Prinzip ist die Speed Challenge ja auch gelaufen und ich bin da ganz zufrieden mit meinem Ergebnis. Kommen wir mal zum Auto selber. Das ist halt echt ganz hübsch, ne? Das sieht echt cool aus. Viele sagen Mini Armor Infraction oder sowas. Aber im Prinzip ist es kein Nachbau, weil ich glaube, Armor selbst hat sich mit seinem Infraction an dem Driftauto von Ken Block orientiert und die halt auch. Die Form sieht einfach auch cool aus, muss man sagen. Was er hat halt, sind diese coolen Lampen vorne und hinten. Das funktioniert jetzt halt auch wieder. Jetzt ist die Standardelektronik drin. Und da gibt es hier diesen dritten Kanal für. Und da kann man die noch ausmachen. Das ist hinten auch aus. Nochmal drücken, ist nur das weiße Licht an. Und hinten das rote. Und nochmal drücken, dann hat er diesen coolen roten Kranz danach drum. Und hinten auch dieses Taillight, ne? Hinten das kleine Lichtchen.
Das ist ein witziges Feature. Ich denke mal, das ist ganz interessant gemacht für Kinder. Die Fernsteuerung selber hat hier sogar noch einen vierten Kanal. Der ist jetzt aber nicht belegt. Soweit ich weiß. Nee, ist es auch nicht. Ist ganz cool und hier kann man die Lenkung trimmen und das Gas trimmen. Lenkung, Gas sogar umdrehen. Also, das heißt, ich lenke hier nach rechts, dann fährt er nach rechts. Wenn ich den jetzt nach oben schiebe, ja, dann passt es nicht mehr. Dann ist die Lenkung genau umgekehrt. Braucht man in diesem Fall nicht. Aber interessant, dass die Fernsteuerung das bietet. Und diesen ESP-Knopf. Ja, ESP, ich weiß, im echten Auto funktioniert das mit Bremseingriff. Hier heißt es, es ist ein Gyro, auf Deutsch ein Kreisel eingebaut, ein elektronischer Kreisel. Und der stabilisiert das Auto. Das kann man sogar regeln, also stufenlos regeln. Ich mache das jetzt mal ganz an, um das zu zeigen. Dafür muss ich Gas geben. So, und ich lenke jetzt nicht. Ja, und man sieht, er lenkt automatisch, das heißt, das Heck bricht aus und er lenkt automatisch gegen. Interessant, also man muss da ein bisschen gucken, wie stark man das einstellt, weil es ist jetzt kein super perfektes Kreiselsystem, aber es ist dabei. Ich hatte es hier auf Kopfsteinpflaster, als ich damit gefahren bin, ausgestellt, weil er dann nicht hinterherkommt, weil das Auto immer so durch diese Fugen ein bisschen versetzt und dann reagiert dieser Gyro, aber dann fährt das Auto so. Also dann ist er so geradeaus gefahren, was natürlich dann nicht Sinn der Sache ist. Aber unter manchen Situationen kann das natürlich schon funktionieren. Was außerdem noch dabei ist, sind diese Driftreifen. Die sind halt so aus hartem Plastik und die sind für Teppich geeignet. Ja, ich meine, der driftet im Prinzip auf glatteren Untergründen auch so mit seinen Gummireifen ganz gut. So sieht das aus. Das ist halt sehr, sehr, sehr hart und bietet natürlich entsprechend wenig Grip. Funktioniert perfekt auf Teppich. Kann man natürlich auch draußen machen, auf Steinen oder Asphalt. Damit driften, das geht auch. Sieht dann auch ganz cool aus. Ich würde es nicht in der Wohnung machen, auf Parkett oder Laminat. Ich glaube, das macht dann so Striche. Werden eure Eltern oder eure Frau nicht begeistert sein, wenn sie da sowas sieht. Also, fürs Haus ist der sowieso zu schnell. Auch in der Basisversion. Für draußen ist okay. Ich denke mal, da kann man auch Spaß mit haben. Man hat hier außerdem diese kleine Tüte mit noch Ersatzteilen dabei, also Karosserieklammern, kleinen Schraubenzieher, dieser typische Tamiya-Schlüssel und das hier ist eine Lenkstange, also wenn die kaputt geht, ist dabei. So, Akku, das ist das Ladegerät, ja, einfach mit USB und der Akku ist kein Lipo-Akku, sondern ein Lithium-Akku, also so wie ein Laptop ist zum Beispiel. Oder ein Tesla. Und das ist gar nicht so schlecht, weil ich glaube, mit den Akkus kann man nichts verkehrt machen. Können da natürlich auch noch mal einmal kurz reingucken. Das will ich euch ja nicht vorenthalten, weil ein Lithium-Akku ist halt weniger empfindlich als ein Lithium-Polymer-Akku. Und ein Lithium-Polymer-Akku, den muss man eigentlich unter einer bestimmten Spannung laden, Ladespannung heißt das, lagern, damit der nicht kaputt geht und auch sicher lagern. Mein Gott, in so einem Lipo-Beutel oder am besten in so einer feuersicheren Box. Ich glaube, das ist, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, aber so ein Lithium-Ionen-Akku, so, hier haben wir das, ist da weniger empfindlich und ich glaube, deshalb ist sowas dann auch besser für Kinder geeignet. Ja, die können da wenig dran verkehrt machen. Und der wird halt hier über diesen Balancer hier einfach geladen und gut ist. Und hier mit so einem kleinen Stecker angeschlossen.
Weil das Auto ist ja auch sehr einfach aufgebaut. Es ist natürlich so ein geschlossenes System. Ich brauchte zum Beispiel für die Speed Challenge ein neues Servo, weil ich brauchte eins mit Standardeinschluss. Ich hatte mal meine Sanwa-Fernsteuerung dafür benutzt. Dafür braucht man halt einen JR-Stecker. Aber dieses Servo geht hier in diese Empfängerregler-Einheit. Und da ist halt alles drin. Ja? Diese Einheit, die macht das Licht vom Auto, da ist der Gyro drin, der regelt den Fahrspeed und ist der Empfänger drin, um da den Funkkontakt zu haben. Ne? Und da schließt man auch entsprechend das Servo an. Also das ist, kann man nicht so eine einzelne Komponente mal austauschen. Ja, der Motor, den könnte man auch an einen normalen Regler für Borstmotoren setzen. Das Auto, wenn ihr die Speed Challenge verfolgt habt, ich blende da noch mal am Ende ein paar Fahrvideos zu ein, natürlich, musste schon was einstecken. Ja? Und das ist, weil es dann die Kontrolle oft verloren hat, schön über den Asphalt geschlittert und eingeschlagen. Aber es ist nichts kaputt gegangen. Und es ist auch vom Antriebsstrang nichts kaputt gegangen. Also das muss man wirklich positiv hervorheben, wie stabil doch dieses Fahrzeug ist. Mhm. Schon erstaunlich. Und als ich jetzt wieder zurückgebaut habe auf die Standardelektronik, hatte ich mir mal das Hauptzahnrad angeguckt. Und das sieht auch noch absolut top aus. Und das Ritzel natürlich auch, das ist aus Metall. Aber da gibt es nichts zu meckern. Was ich hier finde, ist, wie sich das die Differential, also er hat vorne und hinten ein Differential und das fühlt sich wirklich nicht so toll an. Das ist so richtig abgehakt, also fast zu, es ist offen, man sieht das hier. Ja, ich drehe hier nach vorne, dann dreht sich ja der nach hinten, wegen der Differentialwirkung. Aber man sieht das, dass es so stufig ist. Also wenn man da so ein bisschen smootheres Fahrverhalten haben will, da müsste man mal gucken und die Differenziale aufmachen und da vielleicht mal so ein bisschen rumschmirgeln, dass das leichter läuft. Das wäre eine Möglichkeit, den Fahrspaß jetzt draußen einfach damit so ein bisschen rumzuheizen, steht dem Differential aber nichts im Wege. Eine Verbesserung, die man wirklich machen sollte, sind die Stoßdämpfer. Es sind keine Dämpfer, es sind nur Federn. Ich habe da jetzt 1 Million Öl reingetan, um da so ein bisschen Dämpfung zu erhalten. Jetzt ist es sehr fest. 1 Million Diff-Öl ist eigentlich wie so ein weicheres Fett. Ne? Einfach um so ein bisschen Dämpferwirkung zu haben, muss man aber, wenn man so mit fährt, nicht machen. Was man machen sollte, sind diese Spacer hinten rauszunehmen, weil das sieht man jetzt nicht. Ich habe jetzt auch hier hinten andere Federn drin, weil ich da ein bisschen mit experimentiert hatte. Aber die Federn, die dabei sind, sind viel zu lang. Ich glaube, die sind doppelt so lang wie die hinteren Dämpfer oder Dämpferhalterung. Und da kann man halt diese Spacer rausnehmen. Selbst wenn man die rausnimmt, ist es eigentlich hinten noch viel zu stark gefedert. Also die Feder hat eine riesige Vorspannung. Und das alles rausnehmen und die Feder kann man dann vielleicht noch um einen Gewindegang kürzen, einfach abknipsen zum Beispiel. Ne? Ich hatte die jetzt mal in der Mitte durchgeknipst, das war jetzt zu viel. Da muss man aufpassen, weil er braucht ja eine gewisse Bodenfreiheit natürlich. Deshalb habe ich jetzt hier nicht mehr die Originalfedern drin. Aber das sollte man vielleicht machen als Verbesserung. Ja. Insgesamt denke ich mal, das Auto ist ganz positiv. Es ist natürlich kein Auto für schweres Gelände, das ist klar. Aber wenn man damit ein bisschen auf den Hof fahren will oder das auch mal Kindern, ein bisschen größeren Kindern in die Hand geben will, kann man da durchaus Spaß mit haben. Das Schöne ist, es gibt auch noch eine ganz andere Karosserie dazu, wo dieses Cockpit offen ist und eine Fahrerfigur drin ist. Und da kann man zum Beispiel zweimal das Auto kaufen und dann so Rennen fahren, indem man sich selber seine Strecke absteckt. Also für sowas ist das ganz gut geeignet. Jetzt für eine professionelle Rennstrecke ist er dann eher zu langsam und fährt sich auch von den Reifen nicht so gut. Ne? Dafür ist er dann eher nicht geeignet.
Gut, es gibt jetzt natürlich noch eine Version mit Brushless. Man kann auch, es gibt ein Brushless-System, was hier Plug and Play ist und perfekt hier reinpasst. Das kann man natürlich noch nachrüsten, dann ist er schneller. Aber man hat natürlich durch die Speed Challenge auch gesehen, dass es dann von dem Konzept her schnell an die Grenzen stößt und das nicht mehr handelbar ist. Bevor wir uns nochmal ein paar Fast-Szenen aus meinen alten Videos hierzu angucken, kurz, was ich als nächstes für ein Speed-Projekt mache. Ich denke mal, das mache ich dann mal für mich, weil ich habe ja noch diesen schönen VL-Toys. 144.001. Und das ist ja ein unglaublich beliebtes Auto auf YouTube und so viele Leute haben das und das ist echt mein erfolgreichstes Video, wo ich diese drei Verbesserungen, die man hier praktisch umsonst machen kann, vorstelle. Ich verlinke euch das auch nochmal am Ende dieses Videos, dann, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Aber es gibt auch YouTuber, die machen hieraus so ein Speed-Projekt und ich habe noch so viele alte Teile rumliegen. Ich habe mal geguckt, ich kann etwas hieraus bauen, nur mit Teilen, die ich schon habe. Und das werde ich mal in diesem Sommer machen und gucken, wie schnell ich diese Karre kriege. Also wenn ihr das nicht verpassen wollt und noch nicht meinen Kanal abonniert habt, jetzt ist es an höchster Zeit, das zu tun. Und lasst auch gerne ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat und ihr meinen Kanal ein bisschen damit unterstützen wollt. Also, schon mal herzlichen Dank fürs Zuschauen und jetzt gehen wir aber noch mal kurz zu den Fahraufnahmen. km/h. Ja, man muss die Geschwindigkeit kontrollieren, das ist der Punkt. Dann geht's. 81. Wahnsinn.